Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wahrscheinlich das letzte Video aus dieser Wohnung, so wie es aussieht. Wir werden nämlich in diesem Video gemeinsam aussortieren, Kisten packen, den Umzug planen. Oh mein Gott, Leute, ihr habt uns über ein Jahr jetzt begleitet in unserer Hausbauserie und ja, so allmählich wird es ernst und wir haben noch circa zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt dieses Video aufnehme, 3 bis 4 Wochen bis zum Umzug und ich werde euch auf jeden Fall bei den Vorbereitungen hier in diesem Video mitnehmen und ja, bin mega aufgeregt und auch ein bisschen traurig, wenn man sich so überlegt, unsere Wohnung hier, ich werde sie schon krass vermissen. Ich werde euch auf jeden Fall auch nochmal eine leere Roomtour oder irgendwie sowas von der Wohnung hier hochladen, wenn wir ausgezogen sind. Die war schon echt sehr schön, also ich glaube, die werde ich, ja, wie gesagt, sehr vermissen. Aber jetzt starten wir erstmal mit dem Video. Wundert euch nicht, wenn ich wahrscheinlich immer wieder andere Sachen anhaben werde in diesem Video, weil ich das Video über mehrere Tage hinweg aufnehmen werde. Immer wenn es gerade reinpasst, werde ich mir die Kisten und Kartons schnappen und weiter einpacken, weiter aussortieren etc. Ich bin ja auch immer ziemlich busy, deswegen hoffe ich, ich kriege das alles irgendwie unter einen Hut. Es wird wohl zumindest erstmal der letzte Zug sein. Also viel Spaß bei diesem Video. Es gibt wieder neue Spidey Johnsons. Willkommen bei den Johnsons, Ich gebe euch gerade mal ein Update, wie es aktuell bei uns aussieht. Eigentlich noch ganz normal. Ich denke, das wird sich im Laufe dieses Videos hier auf jeden Fall verändern. Da unten steht schon ein Karton hier. Ja, hier ist eigentlich nur Deko, nicht allzu viel zum Einpacken. Da unten kann man auf jeden Fall schon ein bisschen was einpacken, genauso wie in diesem Regal hier. Das wird sich wahrscheinlich auch lernen in diesem Video. Aber ansonsten sieht es hier noch sehr wohnlich aus und noch nicht so wirklich nach Umzug. Das ist aber auch die untere Etage. Wenn wir jetzt in den Flur gehen, hier sieht es schon ein bisschen chaotischer aus. Hier haben sich schon so Sachen gestapelt, die langsam eingepackt werden müssen. Wäsche auf der Treppe. Sehr gut. Ich lieb's. Ich nehme euch jetzt mal mit nach oben. Da werdet ihr sehen, dass es hier schon ein bisschen anders aussieht. Nicht unbedingt in allen Zimmern. Hier das Schlafzimmer sieht noch einigermaßen normal aus, genauso wie mein Ankleidezimmer, wobei ich da ja auch schon die Kleiderstangen so ein bisschen leer geräumt habe. Also da ist nicht mehr ganz so viel drauf, wie es noch vor ein paar Wochen war. Ich habe hier zum Beispiel auch die Schubladen schon alle leer geräumt und da ist auch schon die Hälfte von leer. Genauso wie hier, also da habe ich schon einiges weggeräumt. Aber hier ist schon das richtige Umzugschaos ausgebrochen. Wir haben hier in den letzten Wochen und Monaten einfach nur noch alles reingestellt. Ich hatte hier schon mal angefangen, Kisten zu packen. Dann habe ich es wieder pausiert, weil sich unser Umzug ja wieder um ein paar Wochen nach hinten verschoben hat. Ja, und jetzt muss ich dieses Chaos angehen. Hier liegen unsere ganzen Kissen und Auflagen vom Balkon und unsere neuen Wäschekörbe fürs Haus. Also da sind schon neue Dekosachen fürs Haus. Alte Sachen, Kissen, Decken, Kartons. Und ja, wie gesagt, jede Etage höher, es wird katastrophaler und unordentlicher und da oben erwartet mich der absolute Endgegner. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber wir hatten da oben so einen Kleiderständer mit Winterjacken, der ist einfach einmal komplett umgefallen. Und ja, den Dachboden werde ich angehen und jetzt hier erstmal das Aufgangszimmer. Das ist so meine Hauptaufgabe jetzt erstmal für die nächsten Tage und dann werde ich mich von Zimmer zu Zimmer kämpfen und schon mal alles Wesentliche einpacken und hoffen, dass es sich dann recht schnell lichtet. Also, let's go! So, einige Stunden später. Ich habe jetzt hier einmal den Raum ein bisschen neu gestaltet, hier die Kartons gestapelt. Diese ganzen Einzelteile und kleinen Teile sollen eigentlich mal in diese Ecke kommen. Aber da ich morgen weitermachen werde hier mit dem Speicher, habe ich jetzt erstmal die Treppe hier freigelassen. Da oben habe ich noch gar nichts gemacht. Aber hier unten kann man sich jetzt wieder richtig gut bewegen und hier ist Platz zum Sortieren. Das ist richtig gut. Dann kann ich nämlich morgen oben weitermachen. Hier habe ich jetzt schon mal ein paar Sachen hingepackt. Die kommen bei uns ins neue Haus in den Keller. Hier hängen leere Tüten. Ich habe mich so ein bisschen versucht zu organisieren. Hier, wie gesagt, alles so Einzelteile. Das kommt dann dort noch in die Ecke. Ich habe hier überall so Zettel aufgehangen. Wie zum Beispiel hier ist die Verkaufen-Ecke. Da habe ich jetzt schon einiges hingepackt. Verkaufen oder verschenken. Da hinten ist die Müllecke, da habe ich den ganzen Müll gelagert. Hier im Ankleidezimmer habe ich auch schon ein bisschen was aufgebaut. Ich verkaufe ja meine Sachen immer bei Fashion Tale für einen guten Zweck. Da ist jetzt auch nochmal ein bisschen was dazu gekommen. Hier ist nochmal eine Verschenken-Ecke, die ziemlich groß ist. Und da hinten stehen ganz viele Sachen zum
verlosen. Genau. Und so werde ich mich mit diesem System jetzt auch morgen weiter vorarbeiten und hoffe dann, ja, dass ich irgendwie in 2-3 Tagen dieses Projekt hier beenden kann und hoffe dann, dass ich diesen Raum hier, also quasi den Vorraum und oben den Dachboden, nur noch zum Kartonslagern nutzen kann. Dann stehen die nämlich nicht bei uns im Wohnraum, sondern hier in den Zimmern, die wir eh nicht nutzen. So, neuer Tag, neues Glück. Verena hilft mir gerade hier beim Aussortieren. Hallo. Und wir haben gerade die ganzen Winterjacken von oben runtergeholt. Und da ist ja der Kleiderständer schon zusammengebrochen. So viele waren das. Und die werden wir jetzt mal aussortieren. Und ich hoffe, dass ich mehr als 2/3 davon wegtue, weil ich weiß nicht, wo das alles im neuen Haus Platz finden soll. So, aktueller Zwischenstand. Eben war es hier noch relativ ordentlich. Jetzt sitzen wir hier im absoluten Chaos. Das sind die Jacken, die ich behalten werde. Die muss ich aber auch nochmal durchsortieren. Da steht Müll. Hier, das Ganze müssen wir jetzt durchsortieren. Wir holen uns das immer in Etappen vom Dachboden runter. Ja, hier haben wir so alles Mögliche zusammengesammelt, was wahrscheinlich verschenkt wird in der Ecke oder verkauft wird. Genauso wie hier. Das muss aber alles nochmal richtig sortiert werden. Also ihr seht, pures Chaos. Hier sind noch ein paar Sachen, die kriegt mein Bruder. Hier hat es sich auch ein bisschen schon getan und da oben ist es schon richtig leer geworden. Man hört das auch direkt schon, es schallt hier schon fast wieder. Aber ja, wir sortieren uns jetzt mal weiter durch und dann hoffen wir mal, dass wir gut vorankommen. So, ein kurzer Zwischenstand vom Dachboden. So sieht es hier gerade aus, oh Gott. Als wäre hier echt eine Bombe eingeschlagen. Aber man kann zumindest wieder hochgehen. Man sieht den Boden wieder. Und ja, wir haben eigentlich alles ganz gut im Griff. Wir werden jetzt hier nochmal die restlichen Sachen alle zusammensuchen. Vor allen Dingen hier mal komplett alles sauber machen. Ich hatte hier so einen komischen Ast und der ist hier komplett zersplittert. Deswegen sieht es hier aus wie, weiß ich nicht was. Und ja, dann hoffe ich, dass wir das hier heute noch fertig kriegen. Dann wäre nämlich am Tag 1 hier von der Aufräumen- und Einpacksituation schon direkt der Dachboden und das Aufgangszimmer geklärt. Das wäre schon echt ein ganz guter Schnitt, muss ich sagen. You got something, something I can never be without, yeah. I'm in your coming, thought I was a man of my own. Ja, ich starte im Badezimmer und zwar mit unseren Schubladen hier. Die werde ich jetzt einmal komplett aufräumen, aussortieren und das Wichtigste in diese Kiste verfrachten. Let's go! Kurzer Zwischenstand, Current Situation. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich unseren Wäscheschrank ausgeräumt oder eher gesagt unseren Wandschrank mit Waschmaschine und Trockner. Ich werde natürlich unsere wichtigsten Putzmittel gleich wieder reinstellen oder eher gesagt Waschmittel. Wir werden ja noch ein bisschen Wäsche waschen, hoffentlich, bevor wir umziehen. Aber ja, wir haben da so 1000 Spezialreiniger, die wollte ich sowieso mal aufbrauchen, weil wir zum größten Teil eigentlich nur noch hier diese natürlichen Waschmittel verwenden. Und ja, ich bin in einem absoluten Handtuchchaos hier. Ich muss auf jeden Fall die Handtücher mal durchschauen. Das sind so Handtücher, die wir eigentlich immer nur zum Sport genutzt haben. Unsere eigentlichen sind hier. Da muss ich jetzt auch mal durchstöbern. Welche behalte ich? Welche kommen weg? Hier habe ich schon eine neue Kiste gepackt, wo schon Sachen drin sind, die auf jeden Fall mitkommen. Mülltüte. Da vorne stehen ein paar Pflanzen. Die werde ich gleich auch in den Wäschekorb reinpacken. Und dann wäre das Bad eigentlich auch schon erledigt. Ich zeige euch gleich nochmal, wie es dann fertig aussieht. Ich bin mit dem Badezimmer durch. Wie ihr merkt, halt ist hier auch schon richtig. Das Regal ist weg. Schaut mal bitte, wie krass hier der Putz abgesprungen ist. Wir haben so tiefe Setzrisse bei uns hier in der aktuellen Wohnung. Das ist echt krass. Naja, gut. Damit haben wir bald nichts mehr zu tun. Hier ist soweit alles leer, alles frei. Man hört es richtig. Ist halt mega. Hier unten im Schrank habe ich jetzt eigentlich nur noch so, ja, Daily-Sachen drin lassen. Hier sind noch Sachen von Tim, die muss er aussortieren. Hier sind noch so Putzsachen drin. Hier oben ist aber alles leer. Hier habe ich jetzt auch noch das Wichtigste drin gelassen. Meine Haargeräte, ein paar Handtücher, unsere Daily-Pflegesachen. Da oben mit den Handtüchern weiß ich noch nicht so ganz, was ich damit mache, ob die mitkommen oder eher nicht. Hier hinten hatte ich noch ganz viele Bademäntel. Da habe ich jetzt auch nur noch einen hängen gelassen, den ich brauche. Hier ist, wie gesagt, dann auch alles leer.
Und da hinten haben wir noch ein paar Putzsachen drin. Da ist auch noch so ein Wandschrank. Da stehen jetzt noch so die Daily-Duschsachen. Und ja, ansonsten war es das mit dem Badezimmer. Und ich würde sagen, ich mache mich auf ins nächste Zimmer. Und ich denke, es wird unser Schlafzimmer sein. Okay, Planänderung. Ich habe mir zwei Kartons geschnappt und werde jetzt erstmal im Ankleidezimmer hier ein bisschen was einpacken. Weil hier stehen ja schon Sachen, die wir mitnehmen werden. Hier unten, hier sind so Weihnachtssachen und Sachen von unserer Hochzeit noch oder Sachen aus meiner Kindheit und so, von denen ich mich nicht trennen möchte. Deswegen werde ich die jetzt einfach schon mal einpacken, weil dann steht mir das ja auch nicht mehr in den Füßen. Dann kann ich es rüber in den Lagerraum räumen, in den Büro-Lagerraum. Dann schaue ich mal, vielleicht mache ich dann auch direkt hier weiter, weil hier gibt es auch noch einiges, was ich einpacken kann. So, wir machen das heute mit einer ganz fancy Transition. Und zwar packe ich das jetzt ganz schnell ein in 3, 2, 1. Tada! Man kann hier wieder treten. Ich komme wieder an meinen Schrank. Das ist jetzt alles in Kisten verpackt und steht bereits im Lagerraum. Also es wird hier langsam. Hier stehen immer noch Sachen, sehr viele Sachen, wo ich nicht weiß, wohin, die ich verschenken möchte. Und ja, da werde ich mich aber die Tage drum kümmern. Aber genau, alles nach und nach. Kommt wie gerufen. Meine Fashion-Tail-Pakete sind da. Da werde ich jetzt die ganzen aussortierten Jacken reinpacken, die ich mit Verena aussortiert hatte, vorgestern. Und dann werde ich die danach auch direkt zur Post bringen. Dann habe ich nämlich die ganzen Jacken auch schon wieder quitt. Part von unserem Umzug. Draußen ist richtig Dreckswetter, also wirklich richtig. Es ist so düster und grau und schmuddelig und es regnet einfach gefühlt seit Stunden durch. Der perfekte Zeitpunkt, um weiter zu packen. Ich habe jetzt heute nur so ein, zwei Stündchen zum Packen eingeplant, weil wir heute noch ein bisschen was vorhaben. Ich werde mich jetzt heute mal hier um diese tollen Alex-Schränke kümmern, hier in diesem. Ich drehe die Kamera mal um. Ja, hier in diesem sind extrem viele Produkte. Ich habe das Ganze schon mal vor ein paar Wochen sortiert gehabt. Aber ich werde auch da wieder ein bisschen was aussortieren müssen, weil der ist wirklich einmal komplett voll. Da sind nur so Pflegesachen drin, also Duschgel, Shampoo, Spülung, Kur, Haarmasken und so weiter. Und genau den gleichen Schrank habe ich hier auch nochmal. Und da ist genau das gleiche drin, nur an Make-up. Und das nicht zu wenig. Schaut mal. Lippenstifte, dann haben wir hier Mascara, Eyeliner, Wimpern. Hier geht's weiter mit Highlighter, Puder, Bronzer. Geht schon die untere Schublade mit auf. Make-up, Concealer. Ja, das Ganze werde ich jetzt angehen. Und mein Ziel ist es für heute, diesen kompletten Schrank auszusortieren und einzupacken. Genauso wie diesen. Und ich hoffe, dass davon auch ein bisschen was rausfliegt. Ich habe hier ja meine verlosen Ecke. In den beiden Schränken sind alles nur neue Produkte. Das heißt, ich hoffe, ich kann davon ein bisschen was rausschmeißen und vielleicht einige von euch damit glücklich machen. Also los geht's. Ich zeige euch dann gleich das fertige Ergebnis. Ich melde mich nochmal zur späten Stunde. Wir haben Sonntag und 11:30. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Und ich war gerade eben noch bei meiner Mama, also bis 9, glaube ich, oder 9:30 und habe ab dann wieder angefangen weiter zu packen hier. Mir lässt es aktuell irgendwie keine Ruhe. Ich habe gerade eben den Flur leer geräumt unten. Da standen super viele Schuhe noch. Ich habe jetzt wirklich für Tim und mich nur noch so 2, 3 Paar Schuhe draußen gelassen. Mehr brauchen wir auch jetzt nicht für die letzten 2, 3 Wochen. Und ich habe mich jetzt nochmal an eine Aufgabe hier gesetzt. Ich finde das halt hier irgendwie schon krass. Es hört sich schon viel, viel leerer an als vorher. Das ist so heftig. Ja, ich habe mich jetzt, wie gesagt, an eine Aufgabe gesetzt, die ich die letzten Tage schon vor mir hergeschoben habe. Ich zeige euch mal, was das ist. Thank you.
A new day. Schaut mal, was mein Bruder und ich gerade gemacht haben. Wir haben den kompletten Balkon geräumt. Wir haben jetzt nur noch so ein paar Pflänzchen da. Mehr oder weniger. Und ja, da hinten ist noch ein bisschen Chaos. Da stehen noch Pfandflaschen da und da hinten einmal die Kästen. Die ganzen Kürbisse brauche ich noch zum Basteln. Und hier stehen noch so ein bisschen, ja, so Garagenstuff. Das werde ich dann aber alles mal in eine Tüte packen und dann kann es direkt in die Garage wandern. Und wir sind auch gerade immer noch fleißig. Wir haben hier schon das Regal abgeschraubt. Da hatten wir ja unseren Weinvorrat, den wir niemals killen werden und auch nie gekillt haben. Wir trinken eigentlich gar keinen Alkohol. Und das hängt hier. Man kann sogar richtig gut erkennen, wo es hängt. Ich weiß nicht, was das ist hier in dieser Wohnung, ne? Aber schaut mal bitte. Wir haben immer so einen mega krassen Schmutzabdruck. Auch bei allen Bildern, die wir abhängen. Das hinterlässt immer so einen ekligen Abdruck. Ich glaube, das kommt durch den Kerzenruß. Aber gut. Marius ist jetzt gerade hier hinten noch dran. Und genau, macht die ganzen Boxen ab. Hier haben wir den Subwoofer, wie ich gelernt habe. Ich habe immer Subwoofer gesagt. Und die Boxen, die kriegt Marius nämlich von uns. Die können wir jetzt nicht mehr gebrauchen im neuen Haus, weil wir ja alles integriert haben. Endlich sind diese Boxen ab. Ich finde, das sah so beknackt aus an dieser Wand. Was sagst du? Ja, bei dir sieht es aber super schön aus. Bei mir sieht das schön? Ja, bei dir sieht es super schön aus. Ja, genau. Das räumen wir jetzt alles noch in Marius sein Auto. Und er hat übrigens auch unseren Teppich bekommen hier in der Küche. Der fehlt nämlich auch. Schaut mal, wie leer das jetzt hier schon aussieht. Naja, er ist in guten Händen. Aktueller Zwischenstand. Kisu ist da, wie ihr gerade schon gesehen habt im Zeitraffer. Wir haben hier schon richtig meinen Kleiderschrank geplündert. Es hängt jetzt nur noch so das ein oder andere drin. Es sieht aber immer noch voll aus. Aber damit ihr seht, wir haben wirklich was gemacht. Schaut mal, alles leer. Alles leer. Da unten ist auch leer. Die ganzen Schubladen sind auch leer. Da hinten auch, da ist nur noch ein bisschen Unterwäsche und halt so die Sachen, die ich jetzt noch trage. Und jetzt machen wir uns unten an die Hosen, denn ich glaube, in den nächsten 2 Wochen brauche ich nicht mehr allzu viele Hosen. Wir haben hier nochmal mächtig aussortiert. Das wandert alles zu Fashion Tale. Und ja, jetzt haben wir hier gerade Sportsachen nochmal reingepackt und müssen wir gleich mal gucken, was wir danach machen. Ja, wir sortieren in Motivation, wo sie noch reinpassen kann. Sachen, die hier wirklich passen und Sachen, die nicht mehr. Richtig, genau. Ja, ich habe nämlich gerade auch Kiso gesagt, ich habe ein bisschen zugenommen. So ungefähr 7 Kilo über die Corona-Zeit. Auch wenn man es tatsächlich nicht sieht, aber ich merke es an den Hosen dann am meisten tatsächlich. Aber naja. Ja, mal gucken, was noch alles mitkommt. Wir sind mittlerweile im Wohnzimmer angekommen und räumen jetzt den allerersten Umzugskarton hier im Wohnzimmer zusammen. Zuallererst müssen die Bücher dran glauben. Hier räumen wir jetzt alle ein, da müssen wir aufpassen, dass es nicht zu schwer wird. Aber so viele Bücher haben wir ja nicht. Hält sich an Grenzen. Weniger im Vergleich zu meinen ganzen Klamotten. Aber das heißt ja nichts, ne? Naja gut, wir fangen mal an. Ich? Die ist schon längst auf. Nach kurzen anfänglichen Schwierigkeiten kann ich hier Kim und Dina begrüßen in meinem YouTube-Vlog. Wie die mich angeguckt hat. Doch. Willkommen, Leute. Ja, die machen sich gerade über meine Kamera lustig. Ihr kennt die ja. Sagt ihr, was ist das für eine Zahnbürste? Ja, wie ihr seht, sind wir hier voll und ganz im Gange. Ja, hör mal, das sieht hier aus. Chaos pur. Die Kim macht da hinten die Mindesthaltbarkeitskontrolle.
MHD-Kontrolle, richtig. Ich bin hier am Aussortieren, das ist alles schon rausgeflogen hier. Dina hat eine richtig dankbare Aufgabe gekriegt und genau, bastelt hier Shaker zusammen und guckt, was sind Einzelteile, was kann weg. Tupperzeugs und ja, wir gucken jetzt mal, dass wir alles Mögliche schon raushauen, was wir jetzt halt nicht mehr brauchen, wie so Backsachen und so für die letzten Tage. Und ja, das Wichtigste bleibt jetzt hier noch drin und alles andere wandert in die Kartons. So, ich bin richtig fertig. Ich glaube, das sieht man mir auch an. Die Mädels sind gerade wieder gegangen. Wir haben richtig viel geschafft. Ich zeige euch gerade mal, wie der aktuelle Stand ist. Wir haben jetzt wirklich nur noch das Wichtigste für die letzten Tage hier draußen gelassen. Das ist irgendwie gar nicht so einfach einzuschätzen. Was braucht man jetzt noch? Was eher nicht? Was kann schon mal weg? Was wird vermisst? Was eher nicht? Aber ja, letzten Endes, wenn irgendwas fehlt, müssen wir dann in den sauren Apfel beißen. Und ja, das wird auf jeden Fall irgendwie klar gehen. Dann ist es halt so, wenn wir jetzt schon irgendwas eingepackt haben, was wir noch brauchen. Aber ja, ich zeige euch jetzt mal, wie es gerade aussieht. So, wir haben jetzt hier eigentlich nur noch so Besteck draußen gelassen, genauso wie hier drin. Da sind noch Töpfe drin. Ansonsten haben wir hier die Gewürze schon alle eingeräumt. Hier sind jetzt nur noch so Salz, Pfeffer, Brühe. Alles, was man so das Wichtigste noch braucht. Hier unten nur noch so ein paar Frühstückssachen. Hier ist schon alles leer. Hier ist unsere Spülmaschine. Hier ist auch schon soweit alles leer. Da habe ich jetzt nur noch das drin gelassen, was ich jetzt noch brauche zum Reinigen der Wohnung. Hier unten sind nur noch so ein paar Bretter drin. Ansonsten ist das auch leer. Genauso wie hier. Da ist auch bereits alles leer. Da sind noch so ein paar Anleitungen aus der Küche, die bleiben aber auch hier drin. Ja, das Einzige, was jetzt noch richtig voll ist, ist der Geschirrschrank. Das liegt daran, dass wir uns komplett neues Geschirr bestellt haben. Denn wie ihr hier seht, das ist alles so ein Sammelsurium. Mal einen rosanen, mal einen mit einem Goldrand, mit Augen. Dann hier mit so Löchern drin. Was Eckiges, was Gerafftes, was Rundes. Das ist halt irgendwie alles so nichts Halbes und nichts Ganzes. Hier habe ich auch so verschiedene Geschirre gemischt. Hier einmal mit so einer Bordüre am Rand, dann einmal so glatte. Und da oben, oh Gott, da will ich gar nicht anfangen. Das ist auch alles gemixt. Also das werde ich wahrscheinlich am letzten oder vorletzten Tag vom Umzug nochmal angehen. Aber ansonsten, genau, haben wir hier soweit eigentlich auch alles. Hier ist der Kühlschrank, der bleibt natürlich noch erstmal gefüllt. Das haben wir alles rausgeschmissen. Das muss ich gleich alles nochmal sortieren. Da sind zum Beispiel alles so ungeöffnete Lebensmittel drin, die wir aber einfach nicht essen, die wir irgendwie mal geschenkt bekommen haben oder doppelt haben, nicht wegkriegen, wie auch immer. Die werde ich alle verschenken. Das sind auch alles so verschenken Sachen, Schrägstrich Müll. Hier haben wir noch eine offene Kiste, die packe ich noch zu Ende. Hier hatten wir zum Beispiel unsere ganzen Lebensmittel drin. Die sind jetzt auch alle schon leer geräumt. Kim hat uns hier jetzt noch so eine Schublade zusammengepackt mit so Sachen, die halt schnell gehen oder mal so Snacks zwischendurch. Auch hier oben ist schon leer und hier unten waren so viele Medikamente drin. Die hat Kim alle weggeschmissen. Die waren nämlich fast so gut wie alle abgelaufen. Und das ist jetzt noch alles, was übrig geblieben ist. Ja, und auch hier der Putzschrank ist leer und auch der hier. Also wir waren, wie gesagt, mega fleißig. Den mache ich noch zu und ansonsten stehen jetzt die Kartons hier hinten. Und ich muss sagen, es geht eigentlich. Es ist jetzt nicht so viel, wie ich dachte. Die sind sogar noch aus dem Wohnzimmer. Also eigentlich ist jetzt nur das aus der Küche. Und ja, wenn jetzt noch so zwei dazukommen, kann ich auf jeden Fall gut damit leben, dass das nicht so extrem viel ist. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel rausgeschmissen. Willkommen in unserem wunderschönen Umzugschaos. Tim ist gerade hinter der Kamera. Ihr habt ja gestern gesehen, wie wir die komplette Küche noch eingepackt haben. Wir haben jetzt ungefähr noch eine Woche bis zum Umzug, haben jetzt nur noch das Wichtigste von allem draußen gelassen. Und ja, hier stehen wir gerade in unserem Lagerraum. Hier sieht es natürlich absolut katastrophal aus. Mega. Aber ja, wir sind echt happy, wie weit wir gekommen sind und ja, haben jetzt auch nicht mehr ganz so viel vor uns und würde mich an dieser Stelle auch von euch verabschieden. Das Video ist jetzt ein bisschen länger geworden als eigentlich gedacht. Ich hatte erst überlegt, zwei Teile draus zu machen, aber ja, die nächsten Tage kommt hier noch so, so viel auf diesem Kanal, worauf ihr euch freuen könnt. Deswegen habe ich gedacht, komm, packen wir alles in ein langes Video und ja, genau, die nächsten Tage und Wochen erwarten euch richtig viel noch zu unserem Einzug ins Haus. Auch die Hausserie wird weitergehen, trotz unserem Einzug. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall noch auf einiges freuen. Und ich bin jetzt raus an dieser Stelle. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr keine Videos mehr verpassen möchtet. Und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Tschüss.